Nils Oskamp auf dem Weg zu seiner alten Schule in Dortmund. Anfang der 80er Jahre wird der damals 13-Jährige mehrfach Opfer von Übergriffen durch Neonazis. Jetzt hat der Comicautor seine Geschichte in einem Buch verarbeitet, denn die Erlebnisse beschäftigen ihn bis heute. Da ging die Tür auf und die haben dann geschrien, ah, da ist ja der Vaterlandsverräter. Ich habe gesagt, ey, dick und doof sind auch wieder da. Da war ein Neonazi aus der Parallelklasse. Der hat mich richtig festgehalten von hinten. Dann kam der andere Neonazi und hat mir dann in den Magen geboxt etc. Und nachher bin ich dann hier ungefähr zu Boden gegangen. Da war ich dann auch K.O. Richtig und bin erst sozusagen während der laufenden nächsten Schulstunde wieder wach geworden. Und das war der erste Überfall. Dieser Überfall bleibt nicht der letzte. Oskamp überlebt mehrere Mordanschläge. Es wird auf ihn geschossen, auf dem Heimweg überfallen ihn mehrfach die Nazis aus der Schule, oft zusammen mit älteren Hooligans. Nicht nur, dass der Autor knapp dem Tod entrinnt, das Schlimmste für ihn ist, dass er kaum Unterstützung bekommt. Weder Polizei noch die Lehrer unternehmen etwas. Die Eltern sind mit sich beschäftigt und auch die Klassenkameraden lassen ihn alleine. Keiner hat mir geholfen. Einer von den Nazis hat hier auch noch angebrüllt, die anderen Schüler, wenn hier einer was sagt oder sich bei den Bullen meldet, den machen wir genauso fertig wie ihn hier. Und da hatten alle Angst vor denen. Das war Terror, den die ausgeübt haben und teilweise heute auch noch ausüben. Die Rechten von damals sind immer noch aktiv. Seit Jahren haben sie starken Zulauf, sitzen im Dortmunder Stadtparlament und sind besser vernetzt denn je. Mit seinem autobiografischen Comic und Lesungen in Schulklassen kämpft Oskamp auch gegen das Erstarken von Pegida und AfD. Vom Rechtspopulismus zur Radikalisierung, das sind nur ein paar Schritte. Und da müssen jetzt viele Leute auch mal aufgeklärt werden. Und das ist auch ein Widerstand, den ich leiste gegen diese Nazis, und zwar mit einem Bleistift. Drei Steine, diesen Titel hat Nils Oskamp für seinen Comic gewählt. In Anlehnung an die jüdische Tradition, Steine aufs Grab zu legen, stehen sie fürs Gedenken an die von den Nazis Ermordeten.